die letzten Routen so gut funktioniert haben, habe ich bereits Pläne für die nächste. Arnold, warst du schon mal am Pier? Er ist einfach toll. Den muss man gesehen haben. Besonders an einem warmen Sommerabend gibt es kein schöneres Fleckchen. Das sehen auch andere so. Da ist immer was los. Bist du dir da sicher, Trish? Die Straßen dort sind sehr eng und verwinkelt. Es wird schwer sein, einen Bus da durchzulenken. Aber andererseits bin ich von deinen Fahrkünsten überzeugt. Also ja, versuchen wir es mit Arnold Park. Jo, da geht's weiter eigentlich mit dem Bussimulator 21. Normalerweise ja nicht immer so, dass es täglich kommt. Aber dann ist auch eine kleine Pause mit drin, aber diesmal nicht, nein. Wir machen heute weiter. Und jo, was haben wir denn als Aufgabe heute? Verbinde Arnold Park. Erste Aufgabe haben wir ja schon, den Zuschalter auf einer Route zwischen Arnold Park, Gold Island und Highland Park. Aber nicht schon, ne? Ne, haben wir nicht gemacht, ne? Stimmt. So. Erreicht eine Zufahrt von 4 Sternen auf einer Route zwischen Arnold Park, Gold Island und Highland Park. Habe ich nicht schon gemacht. Ne? Ich nehme jetzt ein Sea-Drift. Okay. Naja, ne, stimmt, wir haben die Zufriedenheit noch nicht gemacht, glaube ich. Also egal. Kriegen wir schon hin. Arnold Park und Island und Highlander Park. Habe ich die schon drin, die Route? Ja. Soll ich springen? Entschuldigung. Hier ist die Strecke. Ja. Gut, dann machen wir erstmal diese 4-Sterne-Zufriedenheit. Hi Chef, möchtest Morgen. Du übernehmen? Klar doch. Der Bus gehört dir. Ist ja meiner. Endstation. Bitte alle aussteigen. Ich gehe nie wieder zu der Farm außerhalb der Stadt. Ich wurde von einer Gans gejagt, die mich die ganze Zeit angeschrien hat. Das war das Gruseligste, was mir je passiert ist. Wir müssen unbedingt mal nachts zum Leuchten. So, wir müssen zum Highlander Park Hotel. Der sieht im Dunkeln fantastisch aus. So, also heute sollen wir versuchen, die Mission zurück zu. Oh, bitte etwas vorsichtiger. Entschuldigung, meine Frau. Entschuldigung. Dankeschön fürs Rauslassen. So, Fenster machen wir mal auf. Ist ein schöner, sonniger Tag. Ja, schön, dass ich mich heute wieder mit dem Bussimulator 21 begleitet. Moin. So, jetzt fahren wir das schön raus. Ist das hier vorne? So, dann fahren wir da vorsichtig rein, damit wir die alle reinlassen können, ja? Moin. Cool, der Türke passt uns schon gegeben. So, nächste Haltestelle ist dann Island Inn. Sollen ja 4 Sterne hinbekommen und dann noch den Arnold Park ausbauen. Also müssen wir dann noch mal schauen, dass vielleicht sogar noch einen neuen Bus dazu kaufen, dass ich den hier weiter einsetzen kann auf der Strecke. Das Ziel ist es ja eigentlich mehr oder weniger fast alles abzudecken, aber dazu brauchen wir noch Busse ohne Ende. Der Frühling ist da.
gefreut, dass ich mir in die Hose gemacht habe. Oh Gott, das sind jetzt Dinge, die keiner wissen will. So. Ich habe gehört, der Schauspieler von Carlos wohnt in Eclipse Bay. Okay. Wer auch immer Carlos ist. Aber wahrscheinlich hier aus dieser Telenovela oder was das ist. Hier in dieser Serie. Diese Springs of Affection, was die hier bei der anderen sprechen. Habe ich eine gültige Fahrkarte? Ich kriege mal das hin. So, schön hier an die Ampel anfahren. Kennst du die Theorie, dass sich kleine Katzenarten untereinander kreuzen können? Das gilt sogar für Pumas und Luchse. Warum soll es nicht gehen, ne? Ich freue mich schon drauf, nach der Arbeit im Stausee zu schwimmen. Das kalte Wasser ist so erfrischend. Okay. Ich liebe dieses neue Fischrestaurant in Chinatown. Müssen wir aufpassen jetzt. Wir sollten nicht allzu viele Fehler machen und dann hoffen, dass wir das hinkriegen, diese vier Sterne. Und dann kommt der, meiner Meinung nach, nervigste Teil. Apropos nervig. Oh, sorry, ich mach's leiser. Fahrkarte. Fahrkarte. Ach ja, jetzt weiß ich es. Das Ding, das man zum Busfahren braucht. Ach man. Ich hätte den Bus fast verpasst und hab dann vergessen, eine Fahrkarte zu kaufen. Moment. Hier. So. Einen einzigen haben wir doch noch gekriegt. Und ja, ich hatte eben die rote Ampel gesehen. Die ist jetzt ja grün. Ganz oder kann man drüber fahren. Ich habe gehört, Neo Infotech betreibt eine geheime Ölfabrik im Untergrund. Für Winter of Passion kommt jetzt die lang erwartete Nachfolgeserie Spring of Affection. Das ist großartig. Okay. Ja, das ist halt das Problem manchmal, diese Zwischengespräche. Ich muss so viel Arbeit erledigen, noch bevor ich überhaupt im Büro bin. Was ich gerade ansetzen wollte. Du hast halt das Problem, dass diese Gespräche manchmal interessant sind, aber das wiederholt sich halt irgendwann einfach und das nervt dann irgendwann einfach. Da können sie ruhig noch, hätten sie dann noch ein bisschen mehr Gespräche reinbringen. Oder ein bisschen mehr Vielfalt reinbringen können. So. Wiedersehen. Sonntag. Keiner. Okay, weiter geht's. Pier. Stimmt, die sind wir schon einmal angefahren, die Haltestelle, die Strecke. Ich glaube, in der letzten Folge. Und da mussten wir sehr, wenn wir, glaube ich, nur 3,5 Sterne bekommen haben, mussten wir sie, glaube ich, dann nochmal neu anfahren. Oh nein, ich habe meine Fahrkarte in meiner anderen Hose vergessen.
Das passiert mal. Hey, Alfonso. Ja? Das ist ein Rad. Sie wachsen ständig. Ich brauche einen Haarschläger. Dann kann ich vorbei. Wir schützen müssen wir immer mal ein bisschen aufpassen, weil. Weiß nicht. Mal angenommen, ich arbeite bei Samsung. Könnte ich dann ein Katzenspiel machen? So, das ist jetzt nicht unsere Haltestelle, brauchen wir also nicht anfahren. Ich fahre jetzt zu Pia. So. Ist jetzt ein bisschen nervig, dass das jetzt mitten auf der Autobahn passiert. Ich muss jetzt gerade gucken, wo die Schlafmütze ist, dass ich das nicht vergesse. Ich bin zu alt für Sport. Ich die Schlafmütze. Da! Also ich muss sagen, zwischendurch macht ihr beim Bus-Simulator immer mal wieder. Ich bin gerade rechts abgebogen, aber alles gut. Zwischendurch macht der Bus-Simulator immer mal wieder so ein bisschen. Ich habe einen der Nerds bei Denali Research gefragt, ob er meinen Computer reparieren kann. Er meinte, er sei Programmierer, nicht beim technischen Support. Ist das nicht dasselbe? Glaub nicht, ne? Das ist ja ein Bus, aber natürlich machen wir zwischendurch ein bisschen. Zwischendurch einige Folgen Ausreißer nach oben machen. Ich glaube, Spaziergang zum See, die vor 4-5 Folgen, die hatten ordentlich einen Ausreißer nach oben gemacht. Die anderen haben ja auch mal so ein bisschen Aufrufe. Aber trotzdem, ich freue mich über jeden Einzelnen und begrüße euch herzlich auf meinem Kanal und schön, dass ihr mich gefunden habt. Und dass euch dieses Let's Play hier gefällt. Ja, vielleicht sind einige Leute dabei. Das nächste Spiel unseres Teams bekommen, bevor sie wieder ausverkauft sind. Vielleicht sind da einige wieder dabei, die. Die das gerade selber spielen und bei den einem oder anderen Mission nicht weiterkommen. Und dann freue ich mich natürlich, dass ihr den Weg zu meinem Kanal gefunden habt. Schätzchen, hast du die Windeln gekauft, um die ich dich gebeten habe? Und die Zahnbürste? Du hast die Taschentücher nicht vergessen, oder? Hast du deine Mutter angerufen? Sie hat mir geschrieben, dass du sie zurückrufen sollst. Ja. Nein, sie hat gestern geschrieben. Heiz den Ofen auf 150 Grad vor, okay? Ich bin bald zu Hause. Ja, tschüss. Warum auch immer ich jetzt rumkomme in einem Rutsch. Nee. Oh, ich hasse diese Ecke. Ich muss sie ein bisschen weiter anfahren. Also die Ecke, die ist ja nicht ganz ohne. Schmeckt wie eine Mischung aus Banane, Ananas, Mango und Melone. Könnte man einen Einfrucht-Smoothie draus machen. Wir sind noch nicht ganz da. Es ist doch ein kleines Stück. Das ist schon enge. Nicht ganz ohne hier die Ecke.
Also ich muss sagen, mit dem Gelenkbus würde ich mich hier nicht durchtrauen. Fahrgast muss aussteigen. Ich glaube, meine Fahrkarte ist abgelaufen. Normalerweise nicht in Ordnung, mache ich normalerweise ungern. Eigentlich hätte ich bis zur nächsten Haltestelle mitnehmen müssen. Gestern ist mein Wochenticket abgelaufen. Hoffentlich kontrolliert niemand. Ja gut, ich habe ja den. Boah! Ups, den habe ich. Die habe ich gerade ganz spät erst gesehen. Die habe ich jetzt ganz spät. Gut, dadurch, dass jetzt schon wieder jemand gedrückt hat, ist immer gleich da. Josh und ich wollten demnächst eine neue Wanderstrecke machen. Das wird abenteuerlich. Ich bin ein Lacrosse-Dad. Das ist wie eine Fußballmama, nur statt dem Wagen nehmen wir den Bus. Die habe ich jetzt Gott sei Dank gesehen. Das ist schon arschengig. Also, wie gesagt, mit dem Gelenkbus wird das hier, könnte das jetzt extrem kuschelig werden. Obwohl ich auf dem Land aufgewachsen bin. Ich bin 2 Minuten zu spät. Hi, Jason hier. Tut mir leid, ich verspäte mich. Fertig. Ja, bis gleich. Sonntag. Ich lasse es jetzt gerade mal aus. Dauert doch zu lange. Eine Fahrkarte, bitte. Noch eine Karte. Danke. Schöne Tasten, sehr gut. Ich brauche eine Fahrkarte. Naja, weil ich die erste letzte Halte schon das eine. Das zahlt sich aus, ein Foto fürs Jahr. Ich gucke gerne Drone Swarm und spiele gerne Spring of Affection. So. Und jetzt hoffe ich, dass wir es hinkriegen mit 4. Immer wenn du die Tür blockierst, kommt der Busfahrer und spricht mit dir. Ich hoffe, dass wir jetzt hinkriegen, dass wir die 4 Sterne hinbekommen. Und dann haben wir den Teil schon mal erledigt. Und da geht es ja nur darum. Da geht es ja nur darum, noch einen Park aufzuwerten auf 3. Was ich aber vermutlich in der nächsten Folge erst mache. Ich höre gerne All Directions, wenn ich joggen gehe. Oh, ey. Weißt du, 5 Meter vom Ziel. Da bist du. Ja, das wird dann auch wieder negativ alles angerechnet, wenn du dann heißt. Es wird wieder negativ angerechnet, wenn du sowas ignorierst. Why? Na komm. Wir haben ja viel positiv, ne? Ich hoffe es. So, dann haben wir das jetzt hier rüberkomme. Ach, der.
Dankeschön fürs Rauslassen. Wie verspätet sind wir jetzt sowieso schon, aber ja, viel Zeit verlieren wir halt immer am Pier. So. Leider fehlt uns hier noch das Viertel. Oder der Stadtteil. Ich bin noch nicht mal geradeaus. Ich bin wirklich abgebogen. Warum war das jetzt negativ wieder rechts? Ne? Ich bin schon zu spät. Ich muss jetzt natürlich. Ich laufe jetzt hier vorne. Moin. Entschuldigen Sie, Miss. Dankeschön. So. So, gleich an der letzten Haltestelle. Ja, ich bin 2 Minuten zu spät. Ich will aber auch ein bisschen Gas geben. So. Noch einen Tag, dann habe ich endlich frei. Ja, ich hab den einen Tag frei. Wobei ich mehr oder weniger auch nur unterwegs bin. Moin, Schäfer. So, die nächste Haltestelle ist San Pablo und Android, sprich die erste und letzte Haltestelle. Also die habe ich Gott sei Dank so ein bisschen verknüpft, dass wir dann quasi da durchfahren können. So, come on. So, jetzt überlaut der letzte Haltestelle. Herzlich willkommen zurück. So, jetzt habe ich das 4 Sterne bekommen. Aufgabe erledigt, 4 Sterne. Das sind viele, ne? Alles 0000 bis 133. Ja, wir haben einige Busse. 40.000 nur. Die Aufgabe jetzt geschafft. Ja, gut. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge probieren wir es dann mit den 4 für den Arnold Park auszubauen. Und wir kaufen dann erstmal einen Bus oder bauen wir Arnold Park aus. Bis dahin und wiedersehen bei Let's Play Bus Simulator 21.